Leute, ihr habt wieder eingeschaltet zu Bioshock Infinite. Hammergeil, dass ihr das gemacht habt. Danke, dass ihr dabei seid. Im letzten Part haben wir unsere erste Nahkampf aufgefunden, noch direkt eine Pistole. Und ich versuche, das Commentary ein bisschen besser werden zu lassen, weil, ich muss sagen, das Spiel flasht mich einfach derartig, dass, Alter. So. Dass, ich da nicht so viel sagen kann. So. Alles klar. Mal gucken, was wir alles so machen können. Natürlich ist ja jetzt erstmal, alles aus dem Häuschen. So. Können wir ein bisschen Geld mit snatchen. Scheiße, wir brauchen immer diese Salz. Also wenn ich das upgraden kann, dann auf jeden Fall sofort. Okay, bis nächstes dann. Nehmen wir eine Pistole. Nehmen wir die automatisch auf? Na, okay, haben wir genug Munition. Was haben wir hier noch? Bisschen Fässer. Da vorne scheint irgendwas drin zu liegen. Ich hoffe, das ist ein bisschen Salz. Mitrille, Salzampulle, alles klar. Und ein Medikit. Wir werden gut versorgt. Noch wahrscheinlich. Haben wir gleich geplündert? Den haben wir geplündert. Ihn noch nicht. Okay, wir sind voll mit Salz, alles klar. Und hier geht's nicht weiter. Doch. Offensichtlich doch. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Ist einmal warm. Brenne im Namen des Gottes! Oh, toll. Na gut, das... Alter! Ach so, ah ja, ich habe ihn ja jetzt erstmal... Ach so, das hält nur die ganze Zeit an. Jetzt muss man mir vielleicht auch mal sagen, vielleicht. Oh mein Gott. Ja, wir können hier nicht viel mehr machen, als, ein bisschen ausweichen. Versuchen. Ah, das ging ja schnell. Wir nehmen dem Fireman die Kraft ab. Kuss. Tja, man lebt nur einmal. Man lebt nur einmal. YOLO! YOLO! Man lebt nur einmal! Genau, und natürlich nimmt das auch wieder direkt in der Sinn. Das ist ja genau wie bei Bioshock. Sorry, was? Geht's gut, ja? Devil's Kiss! Press to throw a fiery grenade! Hold and release to create an explosive trap! Devil's Kiss also, na gut. Das war keine Kostprobe. Na gut, dann haben wir jetzt. Drücke rechte Maustaste während des Teufels kostet auch eine feurige Granate für. Blablabla. Das ist also quasi unsere Granaten. Na gut, Alter, Monument Island rückt immer näher. Kommen wir nicht weiter. Oh Mann, das wollte ich doch gar nicht. So, Moment. Hat aber gereicht. Ich wollte die eigentlich mal nehmen. Das wäre viel eleganter gewesen, glaube ich. Scheiße. Oder so. So. YOLO, echt wahr. So. Achso, hier liegt Öl auf dem Boden. Hätte ich also mehrere Möglichkeiten gegeben. Kugel gedrückt halten. Ah ja. Nehmen wir erstmal Beherrschung mit. Das finde ich ein bisschen strategischer. Alter, der hat zwar gut zerlegt. Also die Granate macht was her. Munition für Pistole, alles klar. Also wenn wir diese Automaten beziehungsweise diese Sturmgewehre kaputt machen, kriegen wir auch noch ein bisschen Munition für die Pistole damit rein. Popcorn, Gesundheit voll. Na gut, essen wir ein bisschen Popcorn. Was soll's. Heißt plus Gesundheit jetzt eigentlich, dass sich mein maximales Gesundheit verändert? Oder meine maximale Gesundheit erhöht wird? Oder dass ich... Was haben wir denn hier? Salze. Ah, okay. Also wenn wir so einen Vigor schon haben, dann kriegen wir einfach Salz dazu. Na gut. Gucken, was wir hier noch haben. Alter, diese Statue, das ist so heftig. The Blue Ribbon. Mhm. Also ein Restaurant, wo wir uns jetzt durchschneiden. Apfel essen, Brot essen, yam 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 yam. Nom 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 nom. Das ist mein Geräusch, wenn ich irgendwas mal esse jetzt. Immer. Ich hoffe, ich denke dran. Das ist Wein trinken, Zigaretten, minus Gesundheit plus Salz. Naja, okay. Lass mir die Rauchen ist ungesund, machen wir nicht. So, Blue Ribbon. Mhm. Kleine Salzampulle, alles klar. Pistolenmunition. Und wir gehen in das Blue Ribbon. Ja, wir sind hier fertig. Bereich verlassen. Das war das erste Level, heftig. Sie haben meine Witterung aufgenommen. Wenn ich das Mädchen nicht bald finde, war der ganze Job umsonst. Geh nach Monument Island und finde das Mädchen. Hilfe bei der Navigation kriegen wir mit ein. Ah, hallo. Gut. Dann durchsuchen wir mal Schränke. Immer alles durchsuchen, warum nicht?
Hier haben wir noch ein bisschen Salz, ein bisschen Cola. Ein bisschen Thunfisch, ein Hähnchen, eine Pizza. Fläschchen unbekannten Fusels trinken. Na gut, lassen wir jetzt mal stehen. Alkohol ist ungesund. Also wie ich das halt spielen möchte, ist ganz einfach. Ich versuche immer möglichst gut zu spielen. Also, was weiß ich, nicht unbedingt unnötig Leute sterben lassen. A look back at opening day. The dream of the prophet is finally aloft. Oh Gott, ey. Das ist so riesig einfach. Columbia begins a journey to spread America's vision to the world. Krass. Finn! Immerhin! Gut, um zu wissen auch. Na gut, Wir haben Gesellschaft, kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Was will denn die beiden? Warum folgen Sie uns? Ich... Alter. Aperitif. Wo kommen die beiden denn immer her? Weiß er hier? Ah, ihm könnten wir jetzt bestehlen hier. Whisky. Sie werden das zu schätzen wissen. Will denn das? Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Schild-Upgrade. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, die Verteidigung... Alles klar. Ah, ein Schild. Nice. Verblüffend, dass es funktioniert hat. Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Das kann nützlich sein. Ja, natürlich. Wenn es mich nicht tötet, dann ist es nützlich. Na gut, bisschen Geld hier weggesnatcht. Alter, die beiden, was sind das für Leute? Ja, gut, hier haben wir einen Audiolog. Von Ed Gaines. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Mhm. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Unglaublich, Ed Gaines. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater. Vater? Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Aha. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht. 100 werden genügen. Aha. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Okay, unglaublich. Also wir kriegen jetzt auch ein bisschen Munition fürs Maschinengewehr, aber... Okay. Vater Comstock weiß, wie lang seine Biografie wird. Und was? Was haben wir denn jetzt hier? Oh Gott. Die Haken. Okay. Ja, aber der Comstock-Prophet weiß offensichtlich, wie die Biografie auszusehen hat. Na gut. Was haben wir denn hier? Nicht weiter. Oh, Leertaste greifen. Na gut. Der Haken muss magnetisch sein. Der Haken sollte magnetisch sein. Okay. Und hier können wir jetzt ihn erstmal skydiven. Gegner lassen bei ihrem Tod Waffen fallen. Probieren Sie sie aus. Und ein Fernglas. Na gut, aber erstmal Waffen. So, Maschinengewehr. Da haben wir schon ein bisschen Munition für aufgesammelt. Zum Glück. Das wird uns bestimmt helfen. Ah, oh, fuck. Falsche Taste. Moment, das wird, ja, ja, ja. Ach, können wir ja mal ändern. Das gefällt mir nicht. Moment, so. Da. Hier, nehmt hin. So. Okay. So. Jetzt wieder ein paar Salze aufnehmen, das kommt immer gut. Da ist er. Ja, okay. Da sind wir, irgendwas? Ah, da. Oh mein Gott. Scheiße, wir haben... Ach, wir haben noch genug Munition. Ich dachte, wir hätten jetzt nicht so viel Munition. Ah, mein Schild ist wieder ab, okay. Ah, das Schild ist echt praktisch, muss ich sagen. Gut, dass wir es haben. Versuchen wir... So. Haben wir es? Ja. Ja, das Ding haben wir, oder? Alles klar, wir haben jetzt ein bisschen... Na, doch, nicht so viel Zeit. So, was wir so haben. Wir haben... Alter, wo müssen wir denn lang? Wahrscheinlich muss ich das Ding kaputt machen. Da kommt gar nichts anderes übrig. So. Ups. Ja, 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 ja. So. Ein bisschen nachschießen, alles klar. Jetzt warten wir nochmal, bis der Schild... Alles klar, der Schild ist wieder da. Hier ist nicht mehr viel, oder können wir noch irgendwas machen? Nee, okay. Na gut. Dann weiter, durch die Massen. Muss mich dran gewöhnen, dass Mausrad jetzt meine Kim und Korn ist. Finde ich ein bisschen praktischer als Epsilon. So. Ich hatte gerade ein bisschen was getroffen. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Okay.
Wir kriegen auch eine Meldung, wenn das Schild defekt ist. Na gut, versuchen wir mal hier lang zu gehen. Vielleicht kriegen wir so ein bisschen im Laufen. Ja, das scheint gut zu funktionieren. Wehrdienstpflichtig sind offensichtlich auch Frauen. Okay, er hat wahrscheinlich die Granate abgekriegt. Ah, da hinten ist wieder... Na, versuchen wir da mal irgendwie was mit dem Wicker zu regeln. Mit dem Toniko. Okay, sehr gut. Ach, das sind Polizeischiffe, alles klar. So, gucken. Du? Oh, nicht genug Salz. Ah, ja, klar, genau. Na gut, hier ist ein bisschen Salz. So, okay. Die haben wir gehackt. Alles klar. Hoffentlich funktioniert das jetzt ein bisschen. So, da haben wir... Oh ja, genau. Komm her, so. Haben auch ein bisschen Geld dabei. War wahrscheinlich ein Tag vorm Ruhestand oder so, wie es ja immer ist. Aha, die bleibt also schön unter unserer Kontrolle. Gut, jetzt nicht mehr, oder? Jetzt sie gerade weg? Ja. Jetzt, scheint ja schon gut beschädigt zu sein. Wir können jetzt da vielleicht eine Granate reinwerfen. So. Getroffen? Nein. Ich weiß nicht, fallen die runter? Ach, scheiße, wir haben keine Munition mehr. Nein. Okay. Na, ah, hier ist heute so ein bisschen Munition. Das ist so. Da ist ein Glück. Was ein Glück. So. Kriegen wir eben hier rauf. Hier ist ein bisschen Munition fürs Maschinengewehr. Und da. Jawohl. So. Ruhe wahren und Tür verschließen? Bin ich denn? So. Also, wir sind ziemlich im Arsch, muss ich sagen. Wir haben die ganze Stadt aufgeschreckt und, so wechsle ich zwischen den Plasminen hin und her. Wie wechsle ich zwischen den Waffen? Ah, mit E. Okay. So. Laden wir mal nach. Wir bleiben mal auf der Pistole. Und, gucken uns einfach nochmal wieder um. Ah. Bisschen Äpfel, ein bisschen Gesundheit. Wein. Ah. Naja, komm. Also das hätte von den Texturen aber besser hin. Ja, komm. Briefkasten. Munition für Maschinengewehr. Wer packte Munition fürs Maschinengewehr in den Briefkasten? Das Montgomery Anwesen. Öffne nicht immer sofort das Feuer, okay? Hör mal ganz kurz zu. Ja. Ach was, da ist also endlich mal jemand ein bisschen für Schwarze. Praktisch. Gut, Leute, bevor wir da reingehen, ich bin sehr gespannt, was uns hinter dieser Tür erwartet, aber spannen wir uns das für den nächsten Part auf. Leute, es würde mich sehr freuen, wenn ihr im nächsten Part von Let's Play Bioshock wieder dabei seid. Dieses Spiel ist der absolute Wahnsinn und ich hoffe, ihr habt mit mir ein bisschen Spaß. Leute, bis dahin und ciao.